Predl. Heute ist unser Thema Georedundanz. Wer hat denn dazu den Stein ins Rollen gebracht und was genau muss man sich darunter vorstellen? Ja, das Thema Georedundanz gibt es ja schon seit vielen Jahren. Ist immer schon ein Thema für Sicherheit von IT-Systemen. Ganz besonders wurde es jetzt nochmal ins Rollen gebracht in der Hinsicht, wo das BSI eine Empfehlung ausgesprochen hat. Und zwar hat sie die Empfehlung von früher von 25 Kilometern, also das georedundante Rechenzentrum 25 Kilometer voneinander entfernt sein sollten, haben sie verändert auf 200 Kilometer Abstand zueinander. Ja, das hat natürlich den Hintergrund, dass wenn ein Ereignis in einer Region geschieht, ja, dann hat das wahrscheinlich auch Einfluss auf eine 5 Kilometer oder 20 Kilometer entfernte Site, also zweite Site. Und wenn ich 200 Kilometer voneinander entfernt bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben der Einfluss von diesem einen Ereignis auf das andere auch überkommt, das ist sehr gering, dass das passiert. Ne? Und deshalb hat das BSI diese neue Empfehlung rausgebracht. Und das hat natürlich einen ganz großen Einfluss auf die IT-Strategien von Unternehmen, die sich eben immer an der BSI-Empfehlung richten sollen oder richten müssen. Und das ist genau das, worüber wir heute gerade sprechen. Aber ist denn das nicht auch eher sehr belächelt oder gar kritisiert worden wegen der großen Entfernung in puncto Latenz zum Beispiel? Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Die technologischen Lösungen, die es bisher gegeben hat, haben halt immer vorgesehen, dass man wenige Millisekunden nur zwischen auf den Trassen hat. Und das bedeutet, dass die Entfernungen der Rechenzentren zueinander sehr gering sein müssen. Ne? Also dass man, weiß nicht, bis 25 bis 40 Millisekunden maximal auseinander ist, um synchron schreiben zu können. Das hängt jeweils von den verschiedenen Technologien ab. Es unterscheidet sich halt. Diese Werte sind deshalb nicht festzunehmen, aber grundsätzlich sind das solche Werte gewesen. Mit den neuen Rechenzentren von Noris und der Verbindung zwischen diesen Rechenzentren sind wir in der Lage, jetzt 2 Millisekunden und 3 Millisekunden, also 2 Millisekunden für den Hauptweg und 3 Millisekunden für den Backup, für die Backup-Strecke anzubieten, obwohl wir eine Entfernung von 160 Kilometern haben zwischen den Rechenzentren. Also das ist ein sehr, sehr gutes Paket, mit dem sich unheimlich andere und gute technologische Lösungen abbilden lassen, wie es bisher der Fall war. 200 Kilometer Mindestabstand, immer größere Datenmengen und viele Applikationen, die nur minimalste Latenzen tolerieren. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Das ist richtig. Die Latenzen sind immer schon ein wesentliches Kriterium für die Auswahl von Rechenzentren gewesen. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir jetzt diese kurzen Antwortzeiten oder Latenzzeiten bereitstellen können für unsere Kunden. Unsere Kunden fordern immer sehr, sehr viel von uns. Wir haben das in der Vergangenheit immer gut beantworten können. Und jetzt sind wir auch mit diesem neuen Paket noch deutlich besser in der Lage, auf diese Kundenwünsche einzugehen. Sie setzen ja hierfür auch also ganz spezielle Technologien ein, zum Beispiel einen eigenen Backbone. Richtig, Noris betreibt einen eigenen Backbone, in erster Linie, um die verschiedenen Rechenzentren miteinander zu verbinden. Und dadurch, dass wir eben Zugriff auf die Systeme haben, auf die Technologien haben, die wir im Backbone verwenden, können wir uns auch mehr an den Wünschen unserer Kunden orientieren. Wir müssen also nicht bestimmte Technologien, die wir einkaufen, für bare Münze nehmen und dem Kunden ausschließlich anbieten können, sondern wir sind in der Lage, eben auch individuelle Lösungen für unsere Kunden umzusetzen, weil wir eben Einfluss auf die Technologien haben. Und Sie sind dazu unabhängig von irgendwelchen Providern? Richtig, dadurch sind wir in der Lage, eigene Lösungen zu schaffen und können eben auch im Schadenfalle zum Beispiel viel schneller reagieren, als wenn wir warten müssen, bis irgendeiner sich dem Problem annimmt. Und für welche Kunden ist es denn ganz speziell interessant, das Angebot, das Sie da bieten können? Naja, unsere Kunden sind typischerweise die sehr hohe Anforderungen an Rechenzentren haben. Die Rechenzentren sollten sehr hochwertig sein. Sie sollten alle Arten von Verfügbarkeiten bieten, die man sich vorstellen kann. Sie sollten auf der anderen Seite auch sehr viel Stromdichte ermöglichen. Es sollten viele Server in einen Rack passen.
Ja, das sind alles Dinge, die wir unterstützen. Wir sind auch in der Lage, dadurch, dass die Rechenzentren uns selber gehören, dass wir individuelle Ausbaumöglichkeiten für unsere Kunden schaffen, bestimmte Verbindungen, die nicht Standard sind, zwischen den RECs, zwischen den Brandschutzzonen bereitzustellen. Und das sind schon große Vorteile. Und ja. Und für welche Branchen wäre das interessant? Für die Branchen, alle Unternehmen, die besonders hochwertige Services benötigen, bei denen Ausfälle nicht akzeptabel sind, ja, wo Transaktionen nicht verloren gehen dürfen. Insbesondere ist natürlich die Finanzwelt da sehr betroffen. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die unsere Services verwenden aus dem Bankenumfeld. Und da ist es halt ganz furchtbar, wenn eine Transaktion verloren geht. Ne? Wenn zum Beispiel, der Vorgang ist ja immer der gleiche, man schreibt in ein Rechenzentrum in eine Datenbank rein, dann wird der zweite Vorgang in der zweiten Datenbank im zweiten Rechenzentrum gemacht und dann kommt eine Rückmeldung zurück zur Applikation, dass der Vorgang jetzt abgeschlossen ist, ja, und dass sozusagen damit diese Transaktion sicher fertig ist. Ne? Und bevor das passiert ist und wenn eine Transaktion da abgebrochen wird, können zum Beispiel Informationen verloren gehen und Daten verloren gehen. Und es kann natürlich passieren, dass da plötzlich eine Buchung unkomplett ist und Geld plötzlich irgendwo fehlt. Ne? Und das ist natürlich undenkbar bei unseren Kunden. Und das sind nicht nur Banken, es gibt auch ganz viele Shopsysteme oder andere Anwendungen, die sehr, sehr kritisch sind. Und daher sind typischerweise die Kunden, die eben sehr hohe Anforderungen haben, bei Noris vorstellig. Also richtet sich dieses Angebot eigentlich an einen sehr großen Kundenkreis und sehr breites Spektrum? Ja, auf jeden Fall. Also die Banken sind halt nur ein typisches Beispiel für sehr relevante Services, für sehr wichtige und verfügbare Services. Aber es gibt natürlich über die Industrie auch andere Anwendungen, die sehr wichtig sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sich anguckt, die autonomes Fahren zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt KI-Systeme im Rechenzentrum betreibe, über zwei Rechenzentren hinaus, die dann eben auch mit geringsten Latenzen sicherstellen müssen, dass eben eine Reaktion, die in irgendeiner Weise erfolgt, eben auch schnell umgesetzt wird. Ne? Das ist unheimlich wichtig in dem Zusammenhang und daher sind diese geringen Latenzen extrem extrem wichtig. Neben der superschnellen Koppelung bieten die Noris Rechenzentren in Nürnberg und München ja auch speziell für die Kunden, die ganz sensible Daten verwenden oder Daten in Echtzeit verarbeiten müssen, noch viele weitere Vorteile. Stichwort Zertifizierung. Können Sie hierzu ein bisschen was erzählen? Richtig. Also es geht ja nicht nur um die Verbindung zwischen den Rechenzentren. Die einzelnen Rechenzentren selber sind ja auch extrem wichtig. Diese müssen sicher sein, es darf niemand einbrechen können in das Rechenzentrum. Sie müssen 24/7 gesichert werden von Sicherheitspersonal. Sie müssen mit den gewissen Außenanlagen ausgestattet sein, um sicherzustellen, dass kein Zutritt zum Rechenzentrum möglich ist. Und natürlich darf in den Rechenzentren nichts ausfallen. Das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte für ein Rechenzentrum, dass Strom nicht ausfallen darf, ja, dass eine ununterbrochene Stromversorgung da ist, dass Batterien da sind zwischendurch, die Leistung abzupuffern. Und falls irgendwo mal ein Feuer ausbrechen sollte, was in einem Rechenzentrum nicht passieren sollte, aber es passiert, wie wir gesehen haben in der Vergangenheit, dann müssen natürlich sofort Maßnahmen da sein, die dieses Feuer sofort im Keim ersticken und frühzeitig erkennen, bevor es überhaupt ausbricht. Und das ist in unseren Rechenzentren gewährleistet. Wir machen das, wir lehnen uns natürlich an die Werte, an die Zertifikate an. Und wir haben in den Münchner Rechenzentrum haben wir das EN50600 Zertifikat. Und im Nürnberger Rechenzentrum haben wir sogar das TSI, TÜV TSI Level 4 Zertifikat. Das sind die höchsten Zertifikate, die man in Deutschland als Rechenzentrumsanbieter bekommen kann. Und da sind wir sehr stolz darauf, dass wir das für unsere Kunden auch wieder hinbekommen haben. Für einen wirklich sicheren Betrieb reicht aber ja die reine Redundanz des Rechenzentrums nicht aus. Wie schaut es denn mit den Verbindungen aus und der
Technologie, die da dahinter steckt. Wie ist man dagegen Ausfälle gesichert? Also wir reden ja heute explizit über diese DDI-Verbindung, Double Direct Interconnect heißt das bei NORIS. Und Double bedeutet natürlich, dass diese Verbindung immer über zwei verschiedene Trassen aufgebaut ist. Wir Provider nennen das Knoten und Kanten disjunkt. Das heißt, diese Trassen haben völlig unterschiedliche Wege. Es gibt keine Stelle, wo sich die Netze sozusagen treffen. Falls ein Bagger mal irgendwie ein Kabel beschädigen sollte, darf es nicht passieren, dass beide Wege gleichzeitig betroffen werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Bagger gleichzeitig die beiden verschiedenen Trassen anbaggern, die ist so gering, dass man das außen vor lassen kann. Und nicht nur die Leitungen sind bei uns Knoten und Kanten disjunkt verlegt, sondern auch die Hardware, die Endstücken, kann man redundant haben. Ja, es gibt zwei verschiedene Modelle, wo das eben als Single-Variante kommt oder auch als redundante Variante. Das heißt, man kann da sicherstellen, dass im Ausfall einer Hardware kein Impact auf die Leistung erfolgt. Zum Abschluss noch die Frage nach den Kosten. Also gerade so eine dediziert vorgehaltene Leitung ist ja sicherlich sehr teuer für Kunden, oder? Also wenn ich als Kunde loslaufe und mir zwei Leitungen von zwei unterschiedlichen Providern kaufe und die eben zwischen den Rechenzentren, zwischen meinen Rechenzentrumstandorten sozusagen verlegen lasse, dann kann ich mit mehreren tausend Euro im Monat rechnen für die beiden Leitungen. Ne, das kommt sehr schnell zusammen. Und bei NORIS gibt es jetzt die Möglichkeit, eben diese Leitungen komplett vorverkabelt zu nutzen. Ja, wir haben das als geschertes Produkt oder auch als dediziertes Produkt. Und da fangen die Kosten an bei rund 1.000 Euro im Monat für eine solche hochwertige, hochverfügbare Verbindung. Das ist ein sehr fairer Preis, der auf keinen Fall zu hoch ist. Wie gesagt, die Leitung alleine ist ja nur ein wichtiger Aspekt. Aber die Kombination von zwei hochwertigen Rechenzentren verbunden über ein extrem hochwertiges Leitungspaar mit geringstmöglichen Latenzen ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Da lassen sich ganz andere Lösungen realisieren, als sie bisher in unterschiedlichen Rechenzentren realisierbar waren. Und wir sind der Meinung, dass das ein sehr attraktives Paket für Unternehmen ist, die eben georedundante Rechenzentren in bestmöglicher Form nutzen möchten. Herr Bredl, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.